Also das ist eine sehr gute Frage, weil in Honduras arbeiten wir mit verschiedenen grossen Bauern zusammen. Die kleineren Bauern machen die Ernte einfach in der Familie, wie bei uns in einem kleinen Bauernbetrieb auch. Dort gibt es natürlich keinen Lohn. Und bei den grösseren Betrieben dort müssen sie tatsächlich Erntepflüger anstellen, die sie bei der Ernte unterstützen. Und der Fairtrade-Standard gibt vor, dass sie den Mindestlohn zahlen müssen. Sie können natürlich auch mehr zahlen und das wird von Fairtrade auch kontrolliert. Konkret heisst das, dass die Erntepflüger bestätigen, dass sie den Mindestlohn bekommen haben und wie viele Stunden sie gearbeitet haben. Auch das Alter wird kontrolliert und der Name wird aufgenommen. Und dann beim Fairtrade-Audit gibt es Stichproben vom Auditor und der schaut dann in den Büchern nach, von den Bauern, haben sie wirklich den Lohn gezahlt, den sie hätten müssen zahlen, und ist das von den Erntepflügern auch so bestätigt worden. Darum ja, der Gehalt wird so sichergestellt.